möchte ich dir zeigen, wie ich mit meinem Kunstdrucker hier zu Hause bei mir in meinem Atelier meine Kunst selbst drucke. Ja, ich bin Nora, Künstlerin aus Leipzig und hier in meinem Atelier bei mir zu Hause entsteht ganz viel Kunst, ganz viele verschiedene Motive. Und ich habe mich letztes Jahr dazu entschlossen, einen Kunstdrucker zu kaufen, einfach um die Freiheit zu haben, meine Kunst selbst drucken zu können. Als erstes stellt sich wahrscheinlich die Frage, warum eigentlich selbst die Kunst drucken und nicht online in Auftrag geben? Ich möchte dir erklären, welche Vorteile ich an einem Kunstdrucker sehe. Zum einen kann man super flexibel und spontan drucken. Wenn mich jemand fragt, ob ich ein bestimmtes Motiv meiner verschiedenen Kunstwerke als Kunstdruck anbieten kann, dann kann ich wirklich von heute auf morgen drucken und das Ganze versenden. Außerdem habe ich die Kontrolle über den Bilddruck. Das heißt, ich kann wirklich entscheiden, in welcher Größe möchte ich das Ganze drucken lassen. Ich kann verschiedene Einstellungen tätigen, sodass ich wirklich am Ende mit dem Resultat zufrieden bin. Außerdem muss ich nicht eine große Stückzahl drucken lassen, sondern kann wirklich nach Bedarf drucken. Und darin sehe ich wirklich den allergrößten Vorteil. Gerade wenn man nicht weiß, welche Motive in der Kunst sich gut verkaufen und man malt und erschafft ja ständig neu, dann ist es wirklich super, wenn man individuell drucken kann. Die Bedienung von meinem Kunstdrucker ist wirklich intuitiv und sehr einfach. Also ich habe wirklich gestaunt, dass ich mich sehr schnell zurechtgefunden habe und alle Einstellungen verstanden habe. Auch das Einsetzen der Patronen war wirklich sehr einfach und unkompliziert. Das Wechseln der Patronen ist wirklich überhaupt kein Problem. Das habe ich inzwischen schon einmal getan und auch das ging wirklich super einfach. In Sachen Papier sollte man einiges bedenken. Hier braucht man wirklich spezielles Kunstdruckpapier. Für meine A4-Formate verwende ich die Marke Hahnemühle. Das ist das Bambupapier. Und für meine A3-Drucke bzw. A3-Plus-Formate verwende ich das Papier Velvet Fine Art. Und das ist direkt von der Marke Epson. Also damit kann man wirklich gar nichts falsch machen. Man sollte wirklich bedenken, dass man kein Papier verwendet, was nicht wirklich explizit für diesen Drucker geeignet ist. Ja, und jetzt möchte ich mit euch meine wichtigsten Tipps und Erfahrungen teilen. Ja, ganz, ganz wichtig, und das ist wirklich mein erster Tipp, man sollte Fehldrucker gerade am Anfang in Kauf nehmen. Es wird definitiv passieren, dass man eine Einstellung nicht richtig getätigt hat oder man gewisse Dinge nicht beachtet hat und ja, dadurch einfach ein paar Kunstdrucke in die Hose gehen. Was ich zum Beispiel am Anfang 2-3 Mal falsch gemacht habe, ich habe hinten in das Papierfach habe ich 2 Kunstdruckblätter hineingelegt und der Kunstdrucker hat sich dann auf beide Blätter gezogen und war definitiv keine gute Idee, weil dadurch sind schmierige Flecken entstanden auf meinem Kunstdrucker. Und warum der Kunstdrucker beide Blätter zieht, das weiß ich leider nicht. Ganz wichtig ist auch, dass du bei dem Papier, bei dem Kunstdruckpapier, wirklich auch die richtige Seite verwendest. Auf den Verpackungen vom Papier, welches du bestellst oder kaufst, steht meistens geschrieben, welches die richtige Seite ist. Also mein Tipp, lass das Papier auch wirklich in seiner Originalverpackung, damit du immer erkennst, ja, wo vorne und hinten ist. Ja, bei diesem Kunstdrucker hat man die Möglichkeit, entweder mit WLAN oder mit einer Kabelverbindung zu drucken. Obwohl WLAN natürlich ziemlich praktisch ist, habe ich mich von Anfang an für die Kabelverbindung entschieden. Einfach aus dem Grund, dass sollte das Internet kurz aussetzen, es nicht zu einem Fehldruck kommt. Mit der Verbindung, mit dem Kabel, bin ich immer auf der sicheren Seite und weiß, dass der Kunstdruck nicht auf halber Strecke abbricht. Eine Sache, die ich wirklich erst nach 1-2 Monaten herausgefunden habe, ist, dass es super, super wichtig ist, in regelmäßigen Abständen eine Reinigung von dem Druckkopf zu machen. Schwieriges Wort. Ja, das ist super wichtig, weil es einfach vorkommt, dass nach einer Zeit die Drüse verstopft ist. Das passiert gerade, wenn man mal ein paar Wochen lang nicht druckt. Ja, und dann kann man in die Wartung gehen von dem Gerät und dann geht man auf die Reinigung von dem Druckkopf. Und das dauert wirklich nur wenige Minuten. Man kann dann noch einen simplen Probedruck machen. Und dann ist das Gerät auch schon wieder in Schuss und man kann weiter drucken. Der letzte Tipp ist relativ komplex und dazu werde ich auch noch mal ein separates Video machen. Da geht es vor allem um die Einstellung. Es ist super wichtig, dass man die richtigen Einstellungen sowohl am Drucker
vornimmt, sowie am Computer, wo man seinen Kunstdruck bearbeitet und dann in den Druck sendet. Die wichtigste Einstellung betrifft vor allem das Format und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich da Fehler gemacht habe und das Format wirklich nicht so rausgekommen ist, wie ich das haben wollte. Das Format stellt man einerseits am Drucker ein und dann nochmal am Computer. Ich bearbeite meine Kunstdrucke immer mit Photoshop und hier ist es ganz wichtig, dass man in die Druckereinstellung geht und da nochmal das jeweilige Format auswählt. Außerdem sollte man auch sicherstellen, dass das richtige Papier eingestellt ist. Bevor man wirklich auf Drucken drückt, sollte man auch nochmal gucken, dass die Maße stimmen. Damit kann man auch noch mal wirklich abgleichen, ob die Größe vom Kunstdruck auch wirklich stimmt. Was die Farben angeht, ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so viele Änderungen vornehmen muss. Wenn ich meine Kunst gescannt habe oder auch fotografiert habe, dann stelle ich sicher, dass es am Computer natürlich hell genug ist und dass die Farben stimmen. Aber ich muss nicht spezifisch für den Kunstdrucker noch mal Änderungen vornehmen. Und das ist echt super, weil die Farben kommen wirklich beim Kunstdruck so heraus wie beim Original und das macht für mich diesen Kunstdrucker so spannend. Die Qualität ist wirklich hervorragend, die Farben sind brillant und gerade mit dem richtigen Papier hat man wirklich den Eindruck, als würde es sich um ein Original handeln. Ja, das waren meine Erfahrungen zum Kunstdrucker. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Gebt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal. Es wird weiterhin sehr viele interessante Einblicke in mein Atelier geben, wie ich meine Kunst erstelle, wie ich male und natürlich auch, wie ich sie digitalisiere, wie ich sie drucke und später verkaufe. Auch zum Thema Online-Marketing habe ich sehr viele Tipps für euch, die ich demnächst in Videos und Beiträgen auf meinem Blog teilen werde.